Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Defense zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Star Trek Online. Und ja, heute spiele ich mal für euch die besondere Episode. Jetzt habe ich endlich mal Zeit, sie aufzunehmen. Und ja, es werden jetzt zwar schon viele gespielt haben und auf YouTube veröffentlicht haben, aber ich werde es auf meinem Kanal auch noch einmal spielen, nämlich die Mission jenseits des Nexus. Und ich spiele es einfach noch einmal. So, wöchentliche Belohnung, das Zeug, eine aktuelle Verschlusskiste. Aber ich wollte doch einmal ganz kurz was schauen. Für 2000 die original gelegte Brücke. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal holen. Auf jeden Fall, das Geld habe ich. Und wie viel kosten die? Die sind ein Angebot. Für 956 Cent. Das ist ein 10er Pack. Warum muss ich das holen? Warte mal, ich hole mir erstmal was anderes. Ist ja nicht neu, gell? Da hole ich mal die Galaxy-Brücke. Die will ich auf jeden Fall haben, die Originale. Die ist so genial. Ja, natürlich will ich die haben. Wie konnte man sich eigentlich die andere noch kaufen? Bei Schiffe, glaube ich. Brückenpakete. So, hier Brücke 3, Galaxy. Die habe ich ja jetzt, gell? Aber gab es nicht für die anderen Schiffen auch die Brücken der Originalen? Oder habe ich mich da getäuscht? Das ist doch nicht die Originalbrücke der Defiant. Nee. Das ist ein einzelner, gell? Pass mal auf. Holen wir uns ein Pack, zwei, hätte ich 20. Gut. Ich wollte mir jetzt einfach noch mal schnell holen, das Zeug. Ich habe 20 Schlüssel. Gerade mich mal hier meine ganzen Kisten mal so Stück für Stück öffnen. Das tausche ich mal ein. Wie viel habe ich insgesamt? 18.900. Für 756 Cent. Mal schauen, ob sich das jemand nimmt für den Preis. Ich glaube sie mich fast nicht. Obwohl, warte mal, ich mach's anders. Ich meine, dass ich das jetzt aber am Anfang mache noch. Ich mach was anders. 18.000 habe ich, mache ich 6.000. 19 Cent. Achtzehntausendneunundfünfzig.
900. Weniger Tennis ist, umso besser ist es. 62 Ten wären das dann. Guck. Dann hätte ich nämlich wieder 62 Ten. So. Und jetzt reisen wir mal dorthin. Und beginnen mal jetzt unsere Episode. Besondere Episode. Dass wir hier mal vorankommen. Weil sonst kommen wir ja nie voran. Hier, wir sind schon bei 5 Minuten. Und was macht mein Schiff hier? Es fliegt die ganze Zeit im Kreisel. Aua, das ist die Sonne. Aua, was machst du? Ah, okay, jetzt fangen wir mal an. Ich war ja schon dort, wo die Mission ist. Ah, Mist, habe ich übersprungen. Sorry, es war nicht meine Absicht, das zu überspringen. Warum kann ich jetzt hier kein Gas geben mit den Erdkabel? Muss ich Tastatur nehmen? Und jetzt muss ich einmal die lahmgelegten Schiffe da suchen und scannen. Dort drüben ist das Schiff von Jordi LaForge, die USS Challenger, die er dann übernommen hat. Okay. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz nochmal hier in der Einstellung. Und zwar Audio. Stimmenlautstärke muss hoch. So, einmal scannen bitte. Okay, ich glaube, es gibt ein Problem. Bam. Lahmgelegt. Aber nicht mit mir. Ey, ja, nicht diese Sonnenstürme, mein Freund. Nicht mit mir. Würdest du mal ein bisschen Gas geben, mein Freund? Danke. Der liegt da und macht überhaupt nichts. Ei, der sucht echt Ärger, ja? Na? Da, bam, bam. Ja, wir haben das Schiff gerade schwer beschädigt, ne? Es hat nur noch 12%, mein Freund. Die Fässerlanze, die knallt rein. Aber okay, dann mal Energie und rüber zu den anderen Schiff. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Bestimmt nur wieder Ärger.